Grüße Gott und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile 24. Live-Rundgang an der KZ-Gedenkstätte Dachau. Eigentlich wäre es gedacht gewesen, dass hier dieser Rundgang heute zusammen mit einem Rundgang, den meine Kollegin Stefanie Zimmermann, die heute dankenswerterweise die Kamera für sie macht, die hätte noch einen Rundgang gemacht zum Thema Befreiung. Und dann wollten wir eigentlich dieses Kapitel Live-Rundgänge, das ja Corona-bedingt war, abschließen. Und dann, jetzt hat uns ihr Echo, das positive Echo hat uns so überrascht und auch das gute Feedback und dann die hohen Zugriffszahlen, dass wir beschlossen haben, dieses Format fortzuführen, wenn auch mit einem etwas weniger hohen Frequenz. Es wird nicht mehr zweimal die Woche sein, sondern vielleicht ein- oder zweimal im Monat. Also es werden weiterhin, und werden auch versuchen, dann noch verschiedene andere Sprachen, also bisher war es sehr deutschlastig, aber wir werden auch versuchen, mal in Spanisch, Französisch, auch wieder Italienisch wird wieder ein Rundgang stattfinden, auch in Englisch. Das Thema, was wir uns heute gewählt haben, ist ein sehr trauriges, ein sehr ernstes Thema. Ich bitte Sie auch zu verzeihen, wenn mir ab und zu vielleicht die Stimme stockt. Sie werden es selber dann nachher mitbekommen. In der zweiten Hälfte ist es auch so, da sind Bilder, wo es uns schwer gefallen ist, die mit reinzunehmen, weil sie sehr, also in, und auf YouTube würde da eine Warnung, bitte nicht mit Kindern anschauen, auftreten. Das heißt, also wie gesagt, wenn Sie in der zweiten Hälfte dann vielleicht lieber die Kinder ein bisschen zur Seite nehmen. Genau, also das Thema heute ist Krematoriumsbereich. Wie Sie in unserer Ankündigung schon gelesen haben, ist das Krematorium damals, während der Lagerzeit, ist das sehr streng getrennt gewesen von dem Häftlingslager. Also hier sehen Sie dieses Häftlingslager, das Sie schon aus den bisherigen Leitfrontgängen kennen, mit den Wachanlagen, Wachturm. Und hier sehen Sie dann so ein Tor. Und dieses Tor, das hat während der Lagerzeit noch nicht existiert. Die Bewachungsanlagen gingen während der Lagerzeit, waren durchgehend, auch dieser Graben war durchgehend. Und es gab dann also Häftlinge, die verstorben sind im Lager und die dann zum Krematorium, das Sie auch im Hintergrund schon sehen, wo wir jetzt auch gleich reingehen werden, Häftlinge, die gestorben sind und zum Krematorium transportiert werden mussten, die mussten alle von einem speziellen Kommando, das ich Ihnen gleich noch vorstellen werde, mussten die alle vorne durch dieses Tor, Lagertor, Arbeit macht frei, beim Schuhhaus durchgehen. Und dann jenseits dieses Würmkanals, schon auf dem SS-Gelände, mussten sie die Toten zum Verbrennen, zum Krematorium bringen. Ich werde gleich auf die Topologie oder Topografie des Ortes noch ein bisschen näher eingehen. Ich habe ein Luftbild von der US Air Force mit dabei, das ich Ihnen gleich noch erläutern werde. Aber ich wollte Sie auch kurz ein bisschen einstimmen auf das Thema mit einem Zitat von einem Häftling, denn die Entmenschlichung, die Entindividualisierung, dieser Raub der Menschenwürde, die in unserem ersten Rundgang, den Steffen Joost, der Leiter unserer Bildungsabteilung, gemacht hat, wo Sie erfahren haben über die Einlieferungsprozedur, wo den Häftlingen die Nummer vergeben wurde, das hat sich durchgezogen über die ganze Lagerzeit bis zum Tod. Also man hat den Menschen, der Mensch war eine Nummer, man hat ihm die Würde geraubt und das kommt sehr, sehr gut in einem Zitat zum Ausdruck, dass Sie auch auf unserer Homepage finden können. Und zwar, da gibt es ein Kapitel über Krematoriumsbereich und da finden Sie das auch. Ich lese Ihnen das kurz vor. Das Krematorium bewältigt kaum die Berge von Leichen, die auf Karren, welche Mistwägen gleichen, wie Holzscheite splitternackt geladen und durchs Tor gefahren werden, um ohne Gebet und ohne Glockenklang den Gluten als Fraß zu dienen. Selbst die barbaren Völker ließen sich eine solche Verachtung der Toten nicht zu Schulde kommen. Dieses Zitat hat ein evangelischer Theologe namens Karl Adolf Groß, ist ein Zitat von Karl Adolf Groß. Karl Adolf Groß war Teil der bekennenden Kirche und hat, nachdem Martin Niemöller verhaftet wurde, seine Schriften weiter verbreitet und ist so dann auch inhaftiert worden, von der Gestapo verhaftet und schließlich in Dachau inhaftiert worden. Das Buch, aus dem dieses Zitat genommen wurde, heißt, das ist ja ein bezeichnender Titel, 5 Minuten vor 12 des ersten Jahrtausends, letzte Tage unter Herrenmenschen und Herdenmenschen. Dachauer Tagebücher des Häftlings Nummer 1600,
16.921. Ich habe Ihnen erzählt, dass da ein spezielles Kommando gab, das die toten Kameraden zum Krematorium transportieren musste. Wenn ein Häftling im Lager Dachau verstorben ist, dann hat man ihm sofort, die Kleider genommen. Bis 1942 musste ein toter Häftling des Morgens zum Appellplatz beim Morgenappell getragen werden, weil die SS wollte den kompletten Bestand, und erst wenn der gezählt war, dann konnte er in das Totenrevier gebracht werden, von denen in letzter Woche die Sibylle Reinicke schon ein bisschen bei dem Medizinrundgang ein bisschen mehr erzählt hat. Es sind lauter Stechmücken im Moment, das kommt gerade ein Gewitter und da wird dauernd gestochen, das ist ein bisschen nervig, tut mir leid. Genau. Und die Toten, man hat sie entkleidet, sehr oft auch obduziert, also gerade in der Endphase wurden fast alle Häftlinge obduziert. Die Leichen haben dann, man hat entweder mit Fettstift hat man die in die Nummer auf den Leib geschrieben, oder man hat ihnen ein kleines so einen Anhänger an den großen Zeh gemacht, wo die Nummer drauf war. Das war einerseits für die Krematoriumshäftlinge wichtig und für das Krematorium, um da die ganzen Verbrennungen akribisch genau zu dokumentieren. Also mit der Nummer ist der Häftling, dann hat man den gesamten Datensatz zu diesem Häftling. Und was auch noch wichtig ist, man hatte auch Listen mit Nummern von Häftlingen, die Goldzähne hatten. Und ist ein Häftling im Revierbereich gelegen oder verstorben, dann haben die Revierhäftlinge, wie in Auschwitz die Goldzähne rausbrechen müssen, ist er im Krematoriumsbereich exekutiert worden, war das die Aufgabe der Krematoriumshäftlinge. Und dann wurden immer diese toten Häftlinge, wenn einige zusammengekommen sind, wurden dann von einem Häftlingskommando, das ist der sogenannte Moor Express, den sehen Sie hier auf dem Bild von Karel Frinta, das war ein tschechischer Häftling, und da sehen Sie, das ist so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das heute beschreiben kann, das war so ein großer, nicht Leiterwagen, so ein Zugwagen, auf den die Häftlinge raufgeschmissen wurden. Und dann ist dann nicht von Pferden gezogen worden, sondern es gab dann, ich glaube, 8 Häftlinge, die dann so mit einem speziellen Geschirr eingeschürt wurden, und die mussten dann auf diese Weise die Häftlinge zum Krematorium ziehen. Also hier sehen Sie dieses Bild von dem Frinta. Ich habe Ihnen jetzt noch ein Bild mitgebracht, von dem ich Ihnen schon versprochen habe, und zwar ist das hier, damit Sie auch einen Überblick gewinnen können, das hier ist ein Luftbild, das die Amerikaner von dem Krematoriumsbereich gemacht haben. Hier sehen Sie schon dieses große, mit dem großen Schornstein, können Sie sich orientieren, das ist hier dieses große Krematorium, die sogenannte X-Baracke. Sie sehen im Hintergrund das alte, das erste Krematorium mit nur 2 Öfen. Sie sehen auch im Hintergrund das Häftlingslager, hier die Baracken, hier sehen Sie noch einen Wachturm, die Würm. Und Sie sehen, dass es hier sind, an dieser Straße entlang sind die toten Häftlinge vortransportiert worden und dann so hier in das, zum Krematorium gebracht worden. Es gab für die Häftlinge 2 Zugänge zum Krematoriumsbereich. Das war einmal der Bereich für die Moorexpresse mit den großen Mengen von Toten. Und dann gab es einen zweiten Eingang, also durch nochmal hier herziehen. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen können, hier ist so ein ganz kleiner Weg und da ist noch ein Zugang, das ist eine kleine Tür, die wir uns auch gleich anschauen werden, dass hier Todeskandidaten hindurchgeführt werden. Was noch ganz wichtig ist, Sie sehen vielleicht hier auf dem Gelände ist so ein kleiner Kreis, ich weiß nicht, ob Sie sehen können, wenn wir jetzt ein Zoom-Meeting hätten, dann könnten Sie mit der Hand winken, aber ich hoffe, Sie können es alle sehen. Da ist eine komische Kreisstruktur. Viele Häftlinge haben gesagt, es schaut aus wie ein Park mit Bäumen und mit so einem Kreis. Und es ist in Vernehmungsakten von Häftlingen aus dem Krematoriumskommando, ist das als das sogenannte Rondell bezeichnet worden. Und das Rondell ist für uns deswegen so wichtig, weil an diesem Rondell einige wichtige Exekutionen stattfanden. Zum Beispiel die Exekution von Georg Elser. Gewitter. Die Exekution von Georg Elser. Sie haben von Georg Elser schon gehört in dem Rundgang von Maximilian über die Widerstandskämpfer. Georg Elser ist Anfang Februar 1945 ins Konzentrationslager Dachau eingeliefert worden. Und es kam am 9. April 1945 kam aus Berlin der Befehl,
er soll beim nächsten Luftangriff liquidiert werden. Da der Bunker sehr, die Zellen benötigt wurden, hat man nicht auf den nächsten Luftangriff gewartet, sondern hat an demselben Tag, am 9. April 1945, Elsa hier an diesem Rondell exekutiert. Es gab Krematoriumshäftlinge, die hier arbeiten mussten, die das als Zeugen mitbekommen haben. Und einer dieser Krematoriumshäftlinge, sein Name ist August Ziegler, der hat dann in einem Mordprozess, wo man wegen diesem Mord an Georg Elser ermittelt hat, hat hier diese Zeichnung gemacht. Und Steffi, jetzt kannst du mal ein bisschen drauf gehen auf diese Zeichnung. Also hier, das ist jetzt mit ein bisschen Fantasie, erkennen Sie das Luftbild, das Sie gerade gesehen haben. Hier ist dieses alte Krematorium. Oh, jetzt fängt es regnen an. Tja, Glück. Hier ist das alte Krematorium, hier ist dieses Rondell, hier ist dieser kleine Weg, der durch diese Tür führt. Und hier sehen Sie dieses Rondell, das auch immer wieder erwähnt wird in Vernehmungen von den Krematoriumshäftlingen. Und hier ist dieses große Gebäude, der Baracke X. Und jetzt müssen wir gucken, vielleicht sehen Sie schon, es gibt da ein kleines E. Hier dieses Kreuz mit dem E, das ist der Punkt gewesen, wo Elsa durch den Oberscharführer Theodor Bongartz durch Genickschuss getötet wurde. Und diese Tür, die er da durchgeschritten ist in seinen letzten Lebensmomenten, werden wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Was Sie jetzt hier vorne sehen, durch den Regen hindurch, das ist die sogenannte orthodoxe Kapelle. Wer von Ihnen schon beim Rundgang zu den religiösen Mahnmalen war mit Nina und Steffi, da konnten Sie mit der Kamera einen Blick reinwerfen in diese Kapelle. Das ist eine ganz anrührende Ikone von einem Christus, der die Gefangenen in die Freiheit führt. Dachau hatte nicht nur eine Rolle als Konzentrationslager, sondern sie war ein ganz wichtiger, eine wichtige Exekutionsstätte der Gestapo in Süddeutschland und in Teilen Österreichs. Das heißt, hier wurden auch außerhalb des Lagers, also Nicht-Häftlinge, wurden hierher gefahren und exekutiert. Hier sehen Sie jetzt die Lagermauer des Krematoriums. Also es war für die Häftlinge des Hauptlagers das Einzige, was sie, also das eigentliche Häftlingslagers. Die haben lediglich den Schornstein gesehen von der Weite und hatten bei, wie wir es ja oft haben, Westwindzone, haben sie den Geruch der verbrannten Kameraden riechen müssen. Also wir haben jetzt hier nochmal eine Aufnahme von dem Krematoriumsbereich. Diese Perspektive sehen Sie, wenn Sie bei uns in der Häftlingsküche das große Dioram sich anschauen. Da sehen Sie auch nochmal die Zugänge. Und zwar, dass hier dieser Zugang für die Todeskandidaten, also für nicht alle, aber manche, diese spezielle, die sind hier reingeführt worden. Und hier sehen Sie den Hauptzugang, wo die Moa Express dann hier mit den Toten zu dieser Baracke X gekommen sind. Also Georg Elser, wissen Sie alle, das war ein einfacher Schreinergeselle, der aber sehr aufmerksam das politische Geschehen damals verfolgte und der mit seinem Attentat auf Hitler am 8. November 1939 den Zweiten Weltkrieg hat ja bereits begonnen. Da wollte er das Verhängnis, dass das auf Deutschland zukommen würde, wollte er verhindern. Und er hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Hier ist nochmal ein Bild mit Georg Elser und der Tür, durch die er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gehen musste. Es gibt eine Aussage von dem Capo des Krematoriumskommandos, von dem werden wir nachher noch ausführlicher erfahren. Sein Name war Emil Mahl. Es war ein Häftling mit grünem Winkel. Wer gut aufgepasst hat aus den letzten Rundgängen, weiß, was grüner Winkel bedeutet. Und der hat bei den Ermittlungsverfahren das muss ich durchlesen, es war der Richter Dr. Nikolaus Narf, und es war ein Ermittlungsverfahren gegen den SS-Obersturmführer Edgar Stiller,
zum Mord an Georg Elser und einen französischen General. Und da hat der Emil Mahl ausgesagt zu diesem Tod von dem Georg Elser. Ich lese Ihnen das kurz vor. An einem Abend im April kam der Verwalter des Krematoriums, SS-Oberscharführer Bongartz, zu mir in meine Wohnstube im neuen Krematorium. Er sagte mir, wir, damit meinte er die Häftlinge vom Krematorium, dürften an diesem Abend nicht heraus aus dem Krematorium gehen. Wenn wir aber schießen hören, sollen wir sofort mit einer Tragbahre herauskommen. So um 23 Uhr sagte mir Geiger, das ist ein anderer Häftling aus dem Krematoriumskommando, er habe Schießen gehört. Auch ich hatte dies gehört und forderte deshalb Geiger und Ziegler auf, mit mir mit einer Tragbahre herauszugehen. Vor dem Krematorium zögerten die beiden noch, da sie Angst hatten, sind dann aber mit mir langsam zu einer Stelle, wo eine elektrische Taschenlampe leuchtete, gegangen. Am Tatort sah ich einen Mann tot auf der Erde liegen, mit dem Gesicht zur Erde. Neben ihm stand der Verwalter Bongartz. Zugleich sah ich bei dem kleinen eisernen Türchen, das in das Krematoriumsgelände führte, drei Männer weggehen. Es waren, wie ich bestimmt erkannt habe, drei SS-Offiziere. Elsa hatte einen einzigen Schuss, und zwar einen Genickschuss, und war bei unserer Ankunft schon tot. Meiner Ansicht nach war der Schuss aus unmittelbarster Nähe abgegeben worden. Wir mussten Elsa sofort ins neue Krematorium tragen und anschließend sogleich in dem Ofen verbrennen. Wir können jetzt hier nicht mehr durch diese Tür durchgehen. Sie sehen, die Tür ist abmontiert, sie ist ziemlich eingerostet, zugewachsen, auch drüben ist es eingewachsen. Das heißt, wir müssen uns jetzt durch den strömenden Regen kämpfen und den Weg nehmen, den die Moorexpress-Häftlinge genommen haben. Wie Sie sicher wissen, Dachau hatte insgesamt ein bisschen über 200.000 registrierte Häftlinge. Davon es haben ca. 41.500, also ganz genau weiß man die Zahlen nicht, weil viele Tote nicht richtig dann registriert wurden in der Endphase. 41.500 haben etwa das Lager nicht überlebt. Viele sind dann hier geendet an dem Platz, wo wir jetzt gleich hingehen werden. Die Notwendigkeit eines Krematoriums hat sich mit Kriegsbeginn ergeben. Anfangs hatten wir die Toten von Dachau nach München ans Krematorium, ans Ostfriedhof gebracht. Aber mit Kriegsbeginn sind dann die Todeszahlen fast nahezu explodiert. Und dann wurde hier, das sehen Sie da links, das ist ja Wahnsinn mit dem Regen, ja, das gibt's ja nicht. Mit der Wracke X, das alte Krematorium erbaut, werden wir uns nachher anschauen, dieses alte Krematorium mit zwei Öfen. Und dann hat das auch nicht mehr gereicht. Also Ende 41 hatten wir diese Massenexekution von russischen Kriegsgefangenen, die Sie kennen aus dem Rundgang mit meinem Kollegen Michael Haas, der in Schwarzhausen. Da sind auch die Toten hier ans Krematorium gebracht. Und dann hat man hier dieses nächste Gebäude, das ich Ihnen auch später noch ein bisschen erläutern werde, errichtet. Was Sie hier rechts halt sehen, das ist heute so als Friedhofspark angelegt. Da hinten rechts im Eck, da war eine Genickschussanlage. Hier vorne sehen Sie Aschengräber. Hoffentlich, ja. Gehen wir rüber, ja genau. Es blitzt auch hier. Also wir haben kein Glück. Kein Glück. Ja, genau, vielleicht lassen wir den Gewitter. Ja, genau. Gehen wir zur Desinfektions- oder schauen wir unter. Ich glaube, wir müssen den Rundgang nochmal wiederholen bei normalen Wetterungsbedingungen. Das sind die Fühle, dann begossene Pudel. Ja, wir könnten mal schauen, meinst du, unter dem Baum, dass wir da unter den Baum gehen? Ich wollte eigentlich da hinten ganz viel erklären, aber... Oh meine Güte. Also da hinten ging der Weg durch
also hier muss ungefähr dieses Rondell gewesen sein. Da sind sogar die Bäume noch so ein bisschen rund geschnitten. Nicht nur, willst du dahinter gehen? Ja, Gott, genau. Also ich wollte Ihnen noch ein bisschen was erzählen vorhin zu dem Menschen, der genau, ich habe die Steffi von die Öfen hier in der Kamera im Bild gesehen. Diese Öfen waren fahrbare Öfen von der Firma Topf und Söhne aus Erfurt. Und es gibt sogar Hinweise, dass bevor dieses Gebäude hier 1940 gebaut wurde, für diese Öfen, dass die schon vorher im Einsatz waren, wo diese beiden Öfen. Und es ist dann so gewesen, dass die Häftlinge, die hier diese Öfen bedienen mussten, das waren zumeist jüdische Häftlinge, die im Bunkerbereich in zwei Zellen, das waren so insgesamt zwischen 5 und 6 Häftlinge, untergebracht waren. Und die dann immer in regelmäßigen Abständen von dem Verwalter des Krematoriums zum Selbstmord gedrängt wurden, beziehungsweise auch umgebracht wurden. Der Verwalter des Krematoriums, da sind wir gerade im Regen vorbeigelaufen, der ist nämlich hier hinter dem Kamin, ab der Alkohol, der war für das scheiß Mikrofon nicht aus. Echt? So, wir sind wieder. Stefan, magst du dein Mikrofon wieder anmachen? Es müsste noch an sein, theoretisch. Also bei mir. Bei mir. Ich muss mir nur kurz auf die Seite, aber. Bei mir leuchtet das Licht. Also theoretisch müsste wir online sein. Soll vielleicht jemand in die Kommentare schreiben, ob wir zu empfangen sind, weil es war kurz, glaube ich, auch die Funkstrecke unterbrochen durch diesen Gewitterschauer. Jetzt wird es schon ein bisschen heller, also vielleicht hört es auch wieder auf. Schauen wir mal, ob man uns erlebt. Ich habe kein Feedback. Also wenn jemand vielleicht in die Kommentare reinschreiben möchte, ob wir zu empfangen sind. Soll ich es gerade selber, dann sehe ich es nicht. Ich höre was. Also anscheinend hört man uns wieder, sieht man uns auch wieder. Hören und sehen, wunderbar. Okay. Wir sind wieder online. Wunderbar, vielen Dank für die Rückmeldung. Genau, also wenn Sie dann hier zu diesem Anschluss, also wenn die Steffi, wenn du hier filmst, hier sehen wir da dieses alte Krematorium. Da waren wir gerade gestanden, bevor wir uns da aus dem Regen gerettet haben. Hier, wo wir jetzt reingehen, vielleicht einen kurzen Ausblick in die Geschichte hier dieses Ortes. Das ist die sogenannte Baracke X. Und da geht es rein dann zu den zu den Verbrennungsöfen und zu der und zur Gaskammer, genau. Und dann zeige ich Ihnen jetzt ein Bild, das ist kurz nach Kriegsende. Da wurde nämlich hier in dieser Baracke X die erste Ausstellung der Gedenkstätte eingerichtet. Sie sehen das? Mit ein bisschen Regentropfen, die runterlaufen. Sie sehen, da gehen die Menschen rein in ein Museum. In ein Museum. Ich kann auch darüber reingehen, dann ist es leichter. Genau. Genau, also hier, das ist das Museum. Drinnen sah es dann etwa so aus. Ich denke, das dürfte sogar dieser Raum jetzt sein, in den wir gleich reingehen werden. Hier sehen Sie, das haben die Amerikaner so gemacht. Sehr Plastisch-Häftlingspuppen, die da verbügeln und dann wohl Bürger, die sich diese Ausstellung anschauen. Hier ist dann auch nochmal so eine Bürgerszene, das ist, glaube ich, eine etwas spätere Ausstellung. Hier sehen Sie dann, wie damals die Ausstellung, das ist praktisch der Auskleideraum vor der Gaskammer. Und dann haben wir hier noch ein Bild, also man hat auch ein Modell hier in diesen Räumlichkeiten gehabt. Sie werden sich jetzt fragen,
wie kommt man denn auf die Idee, in so einem Todesbezirk eine Ausstellung, den als Ausstellungsraum zu nutzen? Aber da müssen Sie bedenken, dass es gab keine anderen Räumlichkeiten im Konzentrationslager Dachau nach der Befreiung, weil kurz nach der Befreiung war das eigentliche Häftlingslager und das Wirtschaftsgebäude von den Amerikanern belegt. Es gab da, die SS-Kriegsverbrecher wurden interniert und festgehalten. Und dann 1947, wie das Lager wieder an das ehemalige Häftlingslager, als auch Landtagsabgeordneter, und die hat Anfang der 50er Jahre im Bayerischen Landtag den Antrag gestellt, sofort diese Ausstellung hier wegzuräumen und das Krematorium abzureißen. Das Zweite ist ihm nicht gelungen, weil es gab ein deutsch-französisches Zusatzprotokoll vom Oktober 1954, das verhindert hat, dass Gedächtnisorte mit Überresten von Opfern der Nation. Ja, eigentlich müssen Sie jetzt den Mundschutz auch. Jetzt sind wir wieder online. Genau, also dieses Zusatzprotokoll, das hat bestimmt, dass solche Stätten, wo Opfer und Überreste von Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft liegen, dass die nicht zerstört werden können. Und das hat letztendlich verhindert, dass das Krematorium abgerissen wurde. Und deswegen können wir uns das Gebäude heute noch anschauen. Und das ist eines der am besten erhaltensten von dem ganzen Lagergelände. Hier ist übrigens noch ein Schreiben. Das ist hier, damals war die Gedenkstätte noch in Besitz der Schlösser- und Seenverwaltung. Und da wird der Preuß, der diese Ausstellung gestaltet hat, bekommt die Anweisung, sämtliche Exponate hier auszuräumen und die Ausstellung zu leeren. Achtung! Schon wieder unterbrochen? Nein, jetzt sehe ich gerade, dass man versucht, uns zu erreichen. Einen kleinen Moment Geduld, bitte. Ja. Ah ja, genau. Was sind Sie denn? Anscheinend wurden wir versucht zu erreichen. Jetzt weiß ich nur nicht, aufhören sollen und den ganzen Rundgang nochmal neu quasi beginnen, wenn mal schöneres Wetter ist. Ah ja, hier steht's. Wir werden den Rundgang auf jeden Fall nachholen. Also Schluss für heute? Wahrscheinlich, weil die Verbindung auch immer wieder unterbrochen ist. Uli, willst du mal anrufen oder fragen, was irgendwie das ist? Ja, es ist live. Live ist live. Ja, das ist live, gerade kann immer. Genau. Also wie ist denn jetzt die Verbindung? Hört und sieht man uns wieder. Also wir haben zumindest, ich sehe jetzt, wir haben noch 99 Zuschauer. Vielleicht kann man uns online kurz was schreiben. Oh Gott. Einen kleinen Moment, ich gehe mal an. Ja. Also wir warten jetzt kurz auf nähere Info, ob die Übertragung funktionieren kann. Ich kann Ihnen noch währenddessen noch ein erschütterndes Bild zeigen. Ja. Das sind nämlich diese Häftlinge vom ersten alten Krematorium. Und was gibt's Neues? Okay. Weitermachen oder? Ja. Ich warte kurz Info genau. Ab. Okay. Ja. Also, wir können den Rundgang gerne bei schönem Wetter nachholen. Ja. Und, aber ich würde sagen, den Abschluss, den du ja vorbereitet hast, den würde ich schon auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Das machen wir genau. Ich würde dich jetzt so lange, wie du das machen möchtest. Genau. Ich hoffe, dass die Zuschauer. Sind doch, 90 sind noch da, waren jetzt vielleicht sind schon. Über 100, genau. Und aber dann schon mal versprochen, wir wiederholen den Rundgang. Genau, weil wir dann nochmal bei normalen Bedingungen das machen, weil das war jetzt wirklich alles aufeinander geworfen. Aber es ist so, ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte, weil die ist auch in dem, und ich würde auch sagen, wir können auch hier durch das Trockene noch durchgehen. Und zwar ist es so, jetzt ist es eh draußen, es wird Wetter wieder schön, aber wir machen es trotzdem nochmal, dass wir alles zusammen nochmal haben. Und zwar, ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, also den Rest, die restlichen Details hören Sie dann nochmal von mir. Und zwar ist es so, es ist eine sehr berührende Geschichte. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal diesen Emil Mahl, den ich ja vorher schon angekündigt hatte. Emil Mahl, der Capo des Krematoriumskommandos. Ich habe da ein Bild von hier. Also das zeigen wir beim nächsten Mal. Das zeigen wir auch beim nächsten Mal. Das beim nächsten Mal, nächste Mal. Hier ist Emil Mahl, der Capo des Krematoriumskommandos. Hier mit seiner Schreibstubenkarte. Sie sehen Schreibstubenkarten, das waren so lokal in den Blocks, so zum Einteilen der Arbeitskommandos, so ein Dokument, das dafür gedient hat,
Diese Dokumente sind alle mittlerweile, oder die sind die meisten heutzutage bei den Arolsen-Archiven in Bad Arolsen. Und das gibt es ein ganz schönes Projekt. Das werden nämlich seit 2015 online gestellt. Das heißt, Sie können sich auch diese Karte, dieses Dokument raussuchen. Sie sehen hier bei dieser Karte Emil Mahl. Müssen wir auf die Uhr müssen wir auch nochmal schauen. Gell? Ein bisschen, glaub, Zeit haben wir noch. Egal, genau. Also außer genau. Wir werden dann eingestellt. Genau. Also und hier sehen Sie Emil Mahl. Das ist eine Häftlingsnummer hier. PSK bedeutet polizeilicher Schutzhäftling. Und dann oben rechts im Eck war dann seine erste Baracke. 4, Beruf Maschinenschlosser. Die Adresse sogar noch dran. Und hier sehen Sie das Foto von Emil Mahl. Dieses Foto wurde gemacht bei den Dachauer Prozessen. Emil Mahl ist immer mit seiner Häftlingskleidung hier zum Prozess in Dachau erschienen. Er stand unter Anklage als der Henker des Krematoriums und wurde in erster Instanz auch sogar zum Tode verurteilt. Warum er zum Tode verurteilt ist, sehen Sie hier. Emil Mahl hat bei den Dachauer Prozessen gestanden, dass er zwischen 700 und 800 Exekutionen, so wie Sie das da auf dem Bild von Georg Tauber sehen, Georg Tauber war ein Häftling, der eigentlich nicht rein konnte hier. Normale Häftlinge durften hier in dieses Areal nicht rein. Aber nach der Befreiung waren natürlich die Häftlinge interessiert daran, diese Tabuzone sich anzuschauen. Und auch die Krematoriumshäftlinge waren dann wieder hier und haben dann ihren Kameraden erzählt, was hier vor sich gegangen ist. Und aus dem heraus hat dann 1945 noch der Georg Tauber diese Exekutionen vor den Krematoriumsöfen gezeigt. Emil Mahl konnte sich immer sehr gut bei diesen Vernehmungen an seine Exekutionen erinnern. Und er erinnerte sich besonders gut an eine Exekution von einer jungen Jüdin namens Fritzi Kohn. Fritzi Kohn wurde beschuldigt der Rassenschande. Es gibt sogar andere Hinweise, dass sie möglicherweise sogar ein Verhältnis hatte mit einem SS-Wachmann und schwanger wurde. Also es gibt da mehrere Versionen, die da kursieren. Aber Fakt ist, und das weiß man, also der Emil Mahl sagt beim Prozess aus, erinnert sich an die Exekution von der Fritzi Kohn wegen Rassenschande. Also diese Fakten kannst du dich noch erinnern. Fritzi Kohn, hier ist ihre Karte. Sie hieß Fritzi Kohn, Sie sehen, sie war eine Beamtin, geboren 26.07.1917 in Wien, STHJ, heißt Schutzhaft Jude. Sie sehen ihre Häftlingslager, ihre Häftlingsnummer. Sie sehen auch den Vermerk Kaufering Außenlager. Sie sehen dann hier, sie kam am 29. Juli 1944 von Auschwitz mit einem Transport von knapp 200 Frauen, die dann im Außenlager Kaufering arbeiten mussten. Und was Sie hier sehen, das ist dieses Symbol, dass die SS bei Todesfällen gemacht hat. Also da wurden immer so Kreuze reingestempelt. Also die Fritzi Kahn ist zu Tode gekommen am 15. September 1944. Ich habe dann beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands ein bisschen recherchiert und da habe ich dann hier eine Deportationsliste gefunden. Und wenn Sie sie da anschauen, das ist hier sehen Sie Nummer 760, 761, 762, Kahn Friederike, Sarah, Grundlgasse 1, Kahn Karl Israel, Kahn Susi. Da sehen Sie, das ist die Familie, also das ist praktisch die Fritzi, die ist eigentlich gar nicht Kohn, sondern Kahn, Fritzi Kahn, die ist mit ihren Eltern, hier sehen Sie auch nochmal, aber das ist jetzt die Schreibstubenkarte von ihrem Vater, Karl Kahn, der wurde auch über Kovno ins Außenlager Kaufering gebracht, also er kam wohl nicht über Auschwitz, sondern über Dings. Und Sie sehen auch hier, auch der Vater ist im Außenlager Kaufering zu Tode gekommen, und zwar am 8. Februar 1945. Hier ist noch die Anschrift von dieser Grundlstraße. Grundlstraße war so ein Sammellager für Juden, bevor sie deportiert wurden. Das war die Deportation nach Riga, also es war, so sehen Sie, 11. Januar 1942 ging die Familie Kahn. Von der Mutter verliert sich die Spur. Die beiden, also Tochter und Sohn, kommen letztendlich in Dachau ums Leben. Und die Fritzi Kohn auf besonders dramatische Weise. Und da erzählt der Emil Mahl,
dass die Fritzi Kohn hier in diese Gaskammer geführt wurde. Sie sehen die Gaskammer, das werden wir dann beim nächsten Mal, werde ich Ihnen ein bisschen mehr über die Details des Gebäudes erzählen. Die Fritzi Kohn wurde in diese Gaskammer geführt. Sie musste sich dann nackt ausziehen, hatte sich furchtbar geschämt vor den ganzen SS-Männern. Und dann wurde sie rausgeführt, also und sich gewehrt. Also es hat das ganz genau der Emil Mahl bezeugt. Und dann ist es so, wenn wir jetzt hier weitergehen, durch die Pfützen, sollte man schwimmen vielleicht. Genau. Oh, da liegt schon eine Rose. Wenn Sie jetzt hier schauen, da ist ein Gedenkstein, Stand de Guichibé, alter Galgenstand, Old Gallows Stand, also Old Gallows Stand. Hier waren Galgen gestanden. Georg Tauber hat wohl auch, also ich denke, man kann das zuordnen, auch diesen Galgen hier vor dem Gebäude der Baracke X gemalt. Also hier sehen Sie dann das Bild von so einer Exekution an dem Galgenstand, bei der eben der Emil Mahl da mitwirken musste und den Todeskandidaten die Schlinge um den Hals legen musste. Und das ist immer schwer, das ist so ein beklemmendes Gefühl. Und ich war zu Beginn dieses Jahres mit einer Gruppe vom Fanprojekt von 1860 München in Auschwitz. Und wir sind in Auschwitz diese Rampe entlang gegangen, den Weg, wo fast 1,3 Millionen Menschen in den Tod getrieben, in den Tod geführt wurden. Und man weiß nicht, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Und dann hat unser Fanbetreuer, Basti Weber, hat einen Kranz niedergelegt. Und dann unser Fanprojektleiter, Christian Exner, hat mir eine Rose in die Hand gedrückt. Und dann sind wir hingegangen, jeder durfte die Rose niederlegen an einem Ort, wo es für ihn passend war. Und da ist mir bewusst geworden, wie sehr das hilft, so eine Geste, so ein Ritual an so einem Ort zu machen, um mit dem besser umgehen zu können. Und ich habe jetzt da der Fritzi Kohn, die schon weitestgehend vergessen ist, ich hoffe, es gelingt mir irgendwann mal noch ein Bild von ihr rauszufinden. Und ich möchte gern diese Rose für die Fritzi Kohn an dem Galgenstand, ehemalig an dem Gedenkstein, niederlegen. Und dann werden wir schweigend durch den Todestrakt gehen. Sie dürfen sich das anschauen. Ich werde dann keine Erklärungen mehr machen. Und dann werden wir draußen dann den kurzen Abschluss machen. Und dann hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Glück mit dem Wetter haben. Also wir werden auch, wenn wir Rundgänge mit Gruppen haben, weil es ist immer diese Frage, wie näher ich mich so einem Ort an. Also wir haben die Vereinbarung drin, keine Erklärungen zu machen, um den Respekt des Ortes zu wahren. Und wir machen unsere Erklärungen draußen, bevor wir dann so in dieses Gebäude reingehen.
Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen Max Mannheimer, der fast also im September vor 3 Jahren leider verstorben ist. Max Mannheimer erzählt, dass er sich immer unheimlich schwer getan hat mit diesem Krematoriumsbereich. Also er hat sich erst einmal sehr, sehr schwer getan, für lange Zeit überhaupt Führungen zu machen. Und er hat gesagt, er konnte diesen Krematoriumsbereich immer nur mit ganz vielen Tabletten machen. Er konnte auch nicht reingehen in diese Gaskammer, weil sie ihn zu sehr an das Schicksal seiner Familie erinnert hat. Und er hat dann immer draußen auf der Gruppe gewartet. Also es ist ein ganz schwieriger Ort. Und jetzt, also Sie sehen, Dachau ist nicht nur ein Ort der Bildung, sondern auch ein Ort des Gedenkens. Und jetzt schauen wir rüber, da gibt es eine Statue, die heißt Der unbekannte Häftling. Diese Statue wurde am Sonntag, den 30. April 1950, also wenn Sie nachrechnen, war das der 5. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau, wurde diese Statue eingeweiht. Und Sie können sich das ein bisschen anschauen. Die Steffi wird auch diese Statue ein bisschen filmen. Sie sehen, da ist ein Häftling, der da steht, so abgemagert. Es ist ein Häftling, der von der Haft gezeichnet ist, der die Strapazen, aber er ist ungebrochen. Also er ist von der Haft gezeichnet, aber nicht gebrochen. Und er blickt in die Ferne und scheint auch irgendwie in die Zukunft zu blicken. Vielleicht denkt er sich, wie werden die zukünftigen Generationen mit unserem Leiden und Sterben umgehen? Welche Schlüsse werden sie daraus ziehen? Es wirkt so, als möchte er uns ansprechen und fragen, was machen wir mit dem Wissen, was machen wir aus dem Wissen um das, was damals geschehen ist? Der unbekannte Häftling. Gezeichnet, aber nicht gebrochen. Primo Levi, ein italienischer Überlebender von Auschwitz, der hat eines der berührendsten Dokumente der Holocaust-Literatur geschrieben. Ist das ein Mensch? Primo Levi, ist das ein Mensch? Und er schreibt darin, erfasst die Erfahrungen, seine Erfahrungen im Lager mit dem Satz zusammen: Es ist geschehen, also kann es wieder geschehen. Und jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben noch einen Gedenkstein da vorne. Also jetzt gehen wir praktisch wieder zum Ausgangspunkt zurück, wo vorher uns der Gewitterschauer erwischt hatte. Wo wir dann kurzzeitig auch, glaube ich, irgendwie keinen Empfang mehr hatten. Und zwar haben wir da links gleich, schauen wir gleich hier rein. Die Steffi filmt noch gerade ein bisschen. Jetzt ist eine schöne Stimmung hier mit der Sonne, das Gebäude von der Baracke X nach dem Regen. Vielleicht hätten wir einfach nur eine halbe Stunde später anfangen müssen. In ganz, ganz vielen Häftlingsbiografien und Aufzeichnungen, unter anderem auch in der von Primo Levi, wird als eine der Antriebskräfte, um überhaupt diese Strapazen, diese Leiden, diesen Hunger, diese Qual, diese Pein durchzustehen, wird immer berichtet, dass sie überleben wollen, um den nachfolgenden Generationen, um später Zeugnis abgeben zu können, um sagen zu können, also was hier passiert ist. Und in der Hoffnung, dass die zukünftigen Generationen daraus Lehren ziehen. Ich denke nochmal die schon vom Regen beschädigten Rosen. Die sind auch abgeknickt leider. Genau. Also sie wollten den nachfolgenden Generationen erzählen, was hier mitten in Deutschland passiert ist. Und das hat ihnen den Antrieb gegeben, zu überleben. Und so interpretiere ich diesen Findling, Krematorium. Denke daran, wie wir hier starben. Sie haben ein bisschen das von der Fritzi Kohn und von anderen gehört. Krematorium, denke daran, wie wir hier starben. Vielen Dank, dass Sie trotz Regen so lange ausgehalten haben mit uns. Und wir hoffen, dass wir diesen Rundgang nochmal bei dem trockenen Wetter wiederholen können.
alles Gute und bleiben Sie uns treu mit unseren Rundgängen. Vielen Dank.